Hallo Leute, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 8 von meinem Adventskalender. Heute habe ich einen sehr besonderen Duft für euch, den es schon, ich glaube, über 100 Jahre gibt. Und das ist Shalimar von Guerlain. Und wichtig ist dazu zu sagen, es gibt verschiedene Versionen. Ich möchte hier die Extrait de Parfum Konzentration vorstellen. Einen der hochpreisigsten Düfte aus dem Hause Guerlain, einen der ältesten Düfte und der Duft, der die Marke gewissermaßen auch groß gemacht hat. Denn das ist ein Damenduft, der mit einer harzigen Vanille arbeitet. Und ich kann euch an dieser Stelle nur empfehlen, schaut auf jeden Fall, dass ihr mal so eine Vintage-Variante, wenn auch in sehr kleiner Größe, probiert. Denn es gibt sehr viele sehr alte Varianten von Shalimar. Ich habe zum Beispiel eine aus den 70ern und aus den 80ern da. Und es ist natürlich so, je älter dieser Duft ist, desto länger reift der nach und desto tiefer und harziger wird der Duft. Und es ist wirklich eine Erfahrung, wenn du so einen richtig braunen Duft dann da schon hast, da mal dran zu riechen, was das einfach an Intensität und Tiefe wiedergibt, ist auch als Mann, finde ich, einfach extrem spannend. Der Duft hat ein bisschen was von Grandma, also ist auf jeden Fall nicht so der modernste Duft von seiner DNA her. Das heißt, wenn ihr das nicht so mögt, ist es wahrscheinlich für euch eher nichts. Aber ich würde behaupten, einfach aus so einem Parfum- und bildungsmäßigen Ding sollte das jeder mal probiert haben. Aber für mich ist es auch ein Duft, den ich auch gerne hin und wieder mal trage. Passend dazu habe ich als Pflegeaccessoire eines meiner absoluten Basics. Und zwar ist das die Blumann Styling Meraki. Das ist ein Haarwachs, was zusätzlich zu dem normalen Gebrauch, aber auch als sogenannter Pre-Styler angewendet werden kann. Das heißt, ihr könnt das vor dem Föhnen in eure Haare einarbeiten. Und wenn ihr die Haare dann föhnt, dann bekommt ihr mehr Volumen, mehr Halt, mehr Kontrolle. Und es ist für mich einfach ein Produkt, was ich seit mehreren Jahren, ich glaube, es sind jetzt um die 5 Jahre, regelmäßig anwende. Um meine Haare besser zu kontrollieren und einfach optimal auf das Post-Styling dann vorzubereiten. Die Styling Meraki gibt es bei mir im Online-Shop, weshalb das Video hier auch als Werbung deklariert ist. Ich verlinke euch das Produkt in der Beschreibung, schaut da also auf jeden Fall drauf, wenn ihr euer Haarstyling auf das nächste Level bringen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz fantastischen 8.12. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Macht's gut, Leute, bis dann, euer Kai.